Der Nationalpark Hainich ist ein Buchenwald-Nationalpark. Es geht also darum, diese alten Buchenwälder zu erhalten, in ihrer Dynamik zu erhalten. Das heißt, es wird hier kein Holz eingeschlagen, es findet keine Forstwirtschaft statt, sondern es geht darum, dass die Natur sich hier frei entwickeln kann. Und die Buchenwälder sind das Dominierende in diesem Nationalpark Hainich. Es gibt in den Buchenwäldern sehr viele Tier- und Pflanzenarten. Einzelne Gruppen sind schon sehr intensiv untersucht, wie zum Beispiel die Käferarten oder auch andere Insekten oder natürlich die großen Pflanzen, also jetzt die Bäume. Wir wissen, wie viele Laubbäume, dass über 30 einheimische Laubbäume hier wachsen. Aber da gibt es auch noch Arten, die sind noch gar nicht alle untersucht. Wir schätzen ungefähr, dass 10.000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten im Nationalpark Hainich leben. Hier hat sich ein Wald entwickelt, der dem europäischen Urwald sehr nahe kommt. Der Hainich hat sehr viele verschiedene Lebensräume, vor allem Waldlebensräume, wo viele bedrohte Vogelarten leben. Und gerade die Artenvielfalt und das Mosaik an unterschiedlichen Lebensräumen macht es einfach spannend für einen Ornithologen, hier zu forschen. Ja, die biologische Vielfalt spielt hier in so einem Nationalpark natürlich eine ganz große Rolle. Und da kann man so Arten finden wie Orchideenarten, zum Beispiel das rote Waldvöglein. Neben der Buche, Fagus sylvatica mit dem wissenschaftlichen Namen der europäischen Rotbuche, natürlich auch andere Arten wie die Hainbuche oder auch die Esche oder der Bergahorn. Aber eben auch so seltene Arten wie die Elsbeere. Die Elsbeere ist gerade in den östlichen Bereichen des Nationalparks sehr gut zu finden und eine imposante Baumart. Im Nationalpark gibt es 191 nachgewiesene Vogelarten. Davon sind 107 Brutvogelarten und der Rest sind Durchzügler und Nahrungsgäste, die eben hier nicht zum Brüten kommen, sondern eben auf ihrer Durchreise oder hier sind, um Nahrung zu suchen. Und am bekanntesten vielleicht für den Buchenwald ist natürlich der Buchfink, wie der Name schon sagt. Das ist so ziemlich der häufigste Brutvogel auch hier im Buchenwald. Wir haben aber auch relativ viele Amseln, Singdrosseln, die eben im Laubwald zu Hause sind. Touristisch war der Hainich wenig entwickelt, aber in den letzten 20 Jahren ist hier ganz viel entstanden. Es sind sehr viele Erholungsmöglichkeiten für die Besucher entstanden. Wanderwege, Radwege, ein Abenteuerspielplatz und natürlich auch der Baumkronenpfad. Ja, der Baumkronenpfad geht natürlich, wie der Name sagt, durch die Baumkronen. Und hier kommen natürlich die Arten vor, die in den Baumkronen zu Hause sind. Also schon die gerade angesprochenen Amseln, Singdrosseln, Buchfinken, andere Finkenvögel, Grünfinken. Aber natürlich auch Spechte, die ja typisch sind für den Hainich, die hier in den Baumkronen zu Hause sind. Das ist der häufigste, der Buntspecht, den kennt vielleicht noch jeder. Dann der Mittelspecht. Der Mittelspecht hat hier im Hainich eine seiner größten Verbreitungsschwerpunkte. Ungefähr 60 bis 70 Reviere kommen hier im Hainich vor. Dann haben wir den ganz großen Specht, den Schwarzspecht. Der kommt nur etwa mit 10 Brutpaaren vor. Der Schwarzspecht braucht sehr große, dicke, alte Buchen, um dort seine Höhlen anlegen zu können. Ja, Totholz ist einerseits wichtig für die Arten, die Höhlen drin bauen, aber auch für Arten, um dort nach Nahrung zu suchen. In Totholz leben viele Totholz zersetzende Tiere, Insekten, die von vielen Arten gefressen werden, nicht nur von Spechten, sondern auch von anderen insektenfressenden Arten, also Zaunkönig zum Beispiel, auch der Buchfink nimmt sehr gerne mal ein Insekt. Und da ist natürlich Totholz ganz wichtig, sowohl als Nahrungsgrundlage als auch für Spechte zum Beispiel, um dort ihre Höhlen anzulegen.
Der Hainich ist gar nicht mal so sehr natürlich, also diese Mosaikstrukturen sind gar nicht mal so natürlich entstanden. Was das eigentlich meint, ist, dass es abwechselnd jetzt den dichten Wald gibt, den Urwald, den Hainich, aber es gibt auch Wiesen, wo hohes Gras ist, wo viele verschiedene Gräserarten wachsen, wo Büsche wachsen. Und genau das ist die ideale Voraussetzung für den Neuntöter. Das ist ein kleiner Vogel, der ist hier sehr oft anzutreffen im Hainich. Und das, also dieser Vogel, der ernährt sich vor allem von Insekten. Wir haben hier so viele Schmetterlinge, weil der Wald durch sehr viele solcher Blühwiesen wie hier unterbrochen wurde. Die werden Mosaikflächen genannt. Da drin wachsen sehr viele Blumen und kaum Bäume. Und die Schmetterlinge leben auf solchen Wiesen sehr viel zusammen. So wie der hier. Der Hainich und seine Natur, die sollen ja den Menschen auch gezeigt werden. Es gibt ja viele ganz tolle Wanderwege hier, zum Beispiel auch einen Wildkatzenpfad, wo man die Lebensräume der Wildkatze durchwandern kann. Vor allen Dingen hat der Hainich aber ganz viele Waldstrukturen, die die Wildkatze braucht. Er hat tolle Waldränder, er hat so ein Mosaik aus Offenland, Grasland, Wald. Also das heißt, die Wildkatze findet hier ganz tolle Nahrungsbedingungen vor und kann sich hier auch gut vermehren. Und der Hainich, ja, wie gesagt, er ist verhältnismäßig groß. Wenn die Wildkatze da ist, dann hat der Wald noch eine große Vielfalt von Strukturen. Dann ist es ein guter Wald. Ja, wir wollen ja eigentlich unsere Projekte vorstellen, die Projekte des BUND. Wir wollen aber auch den Besuchern des Nationalparks Hainich mal die Möglichkeit geben, Wildkatzen auch mal zu sehen. Das ist nämlich draußen gar nicht so einfach. Es gibt allerdings auch, und das ist der zweite Punkt, auch große Tiere, die zurückkommen. Im letzten Jahr gerade hatten wir auf einer Fotofalle nachgewiesen, das kann man ja heutzutage damit schön dokumentieren, einen Luchs. Der erste wirkliche Nachweis eines Luchses hier im Hainich. Ja, für den Luchs ist der Hainich fast ein bisschen klein. Der Luchs hat hier trotzdem sehr gute Lebensbedingungen. Er muss aber auch Nachbarwälder unbedingt mitnutzen. Selbst ein einzelnes Luchspaar oder eine einzelne Luchse mit Jungen, für die wäre der Hainich fast nicht groß genug. Wir waren ja in diesen drei Drehtagen ja überall im Hainich unterwegs, im Katzenpark, oben auf dem Baumkronpfad und auch hier im Hainich, also direkt in diesen Gebieten. Und das, was uns am meisten aufgefallen ist, ist besonders, dass wir überall diese Bäume, besonders wegen der Trockenheit und dem Klimawandel, absterben. Da haben wir basischen Muschelkalkboden. Der ist gut für die Buchen und für die anderen Laubbäume, aber nicht für die Fichten, die brauchen sehr feuchten Boden. Und so rächt sich die Natur quasi mit dem Borkenkäfer. Denn dadurch, dass jetzt große Teile der Fichtenbestände quasi ausgerottet werden durch den Borkenkäfer, holt sich die Natur der Laubbäume, also die holen sich jetzt ihren Platz zurück von den Fichten. Aber die Buche hat da das Problem, dass sie mit diesem warmen und starken Wetter nicht klarkommt, weshalb diese oberen Buchenschichten angegriffen werden, wodurch dann auch die unteren Schattenschichten oder insgesamt auch dieses System beschädigt wird. Und wenn dieser Klimawandel, insgesamt diese Hitzen im Hainich all diese Bäume zerstören, wodurch dann am Ende nur noch sehr wenige Baumarten oder halt insgesamt auch Tierarten überleben werden, dann beschädigt das diesen gesamten Kreislauf und das ist für uns alle nicht besonders hilfreich. Also ich denke, es macht mir schon Sorgen, weil wir sind von diesem Wald abhängig und das ist unser Sauerstoffproduzent schlechthin hier, diese Luft, die im Wald entsteht und auch als der Urwald hier mitten in Deutschland. Ich denke, das sollte besonders extrem geschützt werden.